Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einem neuen Spiel und zwar in Little Nightmares 2. Irgendwo in meiner Playlist findet ihr auch den ersten Teil, damals noch für die Switch. Ich würde es auch gerne für die Switch hierfür spielen, aber ich habe es für die Xbox bekommen. Deswegen wird es für die Xbox sein. Für die Series X, für die Leute, die interessiert, kommt noch mal ein Update später im Jahr. Wenn man noch ein paar Updates hat, ein paar Auffrischungen der Grafik hat, aber naja, es ist ja jetzt nicht so ein grafisch intensives Spiel, deswegen glaube ich, kann uns das ein bisschen egal sein. Wir fangen einfach mal an. Gucken mal, wie es wird. So, müssen wir wieder mit irgendwelchen Sachen einverstanden sein. Das ist ja leider jetzt gar nicht gäbe geworden in den Spielen, dass man immer so viel noch okay klicken muss. Das machen wir jetzt einfach mal. Muss das Ganze noch lesen hier. Oh, guck mal, wie lange das dauert. Ja, aber ich bin auch echt einverstanden. Wichtige Sachen. So, einverstanden. So, Schieberegler anpassen, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Bei mir wäre es hier. So. Zack. Little Nightmares greift regelmäßig auf Daten zu. Bitte nicht abschalten, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Gut. So, wir gucken bei der Einstellung kurz, ob wir noch was machen können. Entschuldigung. Nee, wir fangen direkt an. Neues Spiel. Bin ein bisschen gespannt. Der erste Teil war echt der Hammer, muss ich sagen. Gucken, wie der zweite wird. So, da ist der kleine Papiertütenmann. Links. Mal gucken. Also für alle, die die Demo gesehen haben, bin mir nicht sicher, ob der Anfang genau der gleiche jetzt ist. Oder ob noch ein bisschen mehr dazu sehen ist. Ich spiele das Ganze nochmal, also selbst wenn wir das in der Demo schon mal gespielt haben. Aber macht ja Sinn, man will ja alles sehen. So. Da, ich guck mal, ich hab was gesehen. Es ist wie eine Pre, also wenn man sich das Spiel vorbestellt hat, kann man hier auch wechseln, zum Beispiel zu dem. Dann würde der jetzt einen Holzkopf haben. Sieht auch süß aus irgendwie. Also echt, ja, echt irgendwie putzig aus, ne? So viel zum Thema rüberspringen. Okay. Wahrscheinlich mit Laufen rüberspringen, machen wir mal. Und Löw! Springen! So. Ja. Genau, das ist das. Ist ja auch genau das erste Level vom. Also, vom ersten Teil, von der Demo. Mal kurz da ducken, okay. Gut, dass die Tutorials-Nachrichten ein bisschen spät kommen, ist ein bisschen nervig gerade. Ich muss sagen, ich finde den mit der Papiertüte ein bisschen süßer sogar, ne? Oder? Wo ich den Kopf irgendwie auch witzig finde. So. Lieber Schuhe rum. Mhm. Ja, schon. Okay. Und festhalten geht's. Hier laufen noch. Ups, hier müssen wir schon vorsichtig sein. Ups. Ah. Er ist schon ein kleiner, witziger Typ, ne? Tja. Hier sitzt man ja schon ein. Das erste, ich würde sagen, es ist eine Falle, ein kleiner Stolperdraht. Und fällt dieser Käfig auf ihn drauf. Deswegen werden wir einfach mal darüber hüpfen und uns nicht in den Genuss der Falle kommen. So,
Okay. Jetzt ziehen wir uns mal darüber, damit wir auch da hochkommen. Ich muss auch immer sagen, dass preislich liegt das Spiel auch mal voll im Rahmen. Ne? Ich meine, es kostet 29 Euro. Ich glaube, man kann es sogar zu Beginn mit einer Pre-Order konnte man es sogar noch billiger bekommen. Das ist für so ein Spiel, finde ich, ist das wirklich angemessener Preis. Kommen wir noch da durch. Oh, lauf, kleiner Mann. Ja. Also, weil ich einmal stehen geblieben bin, dann klappt das natürlich nicht. Hä? Na los. Ja, zum Rennen X halten. Was mache ich denn? Hey, Opai. Eieiei. Gibt's doch gar nicht. Zweimal schon gestorben, ey. Dabei wusste ich das ja noch aus der Demo, dass das Kack kommt. Aber naja. So sei es denn. Ah, okay. Können wir mal hier hochgehen? Hier links. Und you gotta jump! Jump! Ui, so eine enge Kiste gerade. So, hier kommt ein bisschen Emotion am Morgen. Na. So. Für uns gar keine Herausforderung. Das schon eher. Ich weiß nicht, ob ihr mal Very Little Nightmares gespielt habt. Es gibt für, also es ist eine Mobile-Version. Die ist schon sehr, sehr witzig, weil da erfährt man so ein bisschen, was es mit diesen ganzen Schuhen hier auf sich hat. Und auch diese Puppen immer, ne? Da erfährt man auch ein bisschen was darüber. Ist gar nicht so schlecht, also. So war es nicht. Stimmt. Ach, jetzt habe ich sie wieder. Oh mein Gott. Das ist so, wenn man nicht drüber nachdenkt, ne? So, geh weg, du blöde Krähe da. So. Schuh mitnehmen. Und Wurf. Nein. Witzigerweise konnte ich mich eigentlich auch noch direkt dran erinnern, hab gerade eben gedacht, so, wieso werfst du nicht den Schuh rein? Und zack, bin wieder in die Falle gelaufen. Hier kann man halt immer an diesen Stöckchen, kann man halt immer sehen, dass da eine Falle eingeklemmt ist. Für uns ganz gut zu wissen. Nicht ganz hin. So, den Stock müssen wir mitnehmen da. Wir die Fallen auslösen können. Dann können wir nämlich auch hier durch diesen Tunnel gehen. Perfekt. Zack, nehmen wir den Stock nochmal mit. Und okay. Haben wir auf jeden Fall schon mal das eine geschafft. Hier drüben auch. So, jetzt wird's lustig. Dieses Mausefallen-Prinzip, ne? Und zack. Und zack.
schon wieder recht viele hoch. Dann habe ich das Gefühl, da fehlt doch noch was. Okay, da noch nicht. Na, mit. Hallöchen. Hm, hier ist nichts. Heißt ja noch nichts. Wirklich noch nichts, aber in diese Richtung. Ja, kurz ein bisschen balancieren. Laufen und Sprung. Eieieiei. Yes. So, schon mal geschafft. So, jetzt kommen wir zum Haus vom Psychopathen. Das war wirklich gruselig. Ich kann mich auch noch gut von der Demo dran erinnern. Aber naja. Wir werden uns, glaube ich, auch nicht lange drin aufhalten, wenn ich mich noch an alles erinnere. Dann war das jetzt auch nicht so schwierig. Ein bisschen eklig, ne? Huch. Nee, lass den mal stehen. Und nur hier rein. Moment, direkt hier drüben rein. Na, warte. Bevor wir das nehmen, schon mal das Ding hier mit. Auf jeden Fall ziemlich sicher brauchen. Genau. Da wollen wir rein. Oh, jetzt kriegt er ein bisschen Angst, der Junge. Du brauchst keine Angst haben. Gleiche Gag wie immer machen. Hier kommt Johnny. Schön der Shining-Moment. Komm, fürchte dich nicht. Sollte sich lieber fürchten. Na, wie hinterhältig war der denn bitte, der kleine Mann, oder? So, gleich wieder hinterherlaufen. Ich glaube, die Axt können wir liegen lassen. Hier können wir aber nichts mehr machen, weiter. Gut, dann folgen wir ihm mal nach oben. Da hört man schon unten Geräusche. Man denkt sich, oh, was ist da los? Aber ja, wie bei Very Little Lies erfährt man halt, dass diese Menschen ja auch, diese Puppen hier, der Menschenhaut gemacht sind. Natürlich sehr, sehr widerlich ist. Muss man einfach mal sagen. So, jetzt ist Teamarbeit gefragt. Ich würde dir gerne helfen, wenn du mich lässt. Komm her. Hat er auf jeden Fall gehört? Schnell hier hoch. Ich finde diese Stimmung in dem Spiel einfach auch derbe cool. Das ist wirklich gut gemacht. Ja, ich komme nicht hier hoch. Da muss mir jemand helfen. Komm, kleiner Mann. Ach nee, warte, Entschuldigung, ich muss den Kopf heranschieben. Komm rüber, die andere Seite nochmal. Komm her, das. Hier, ich mach so und du hilfst mir.
Ja, los, trau dich. Perfekt. Und jetzt können wir hier rüber. So. Jetzt brauchen wir noch hier das kleine Schraubding dazu. Na los, du weißt, was ich vorhabe. Genau. Perfekt. So. Durchkrabbeln. Wir müssen uns keine Angst haben vor diesen ganzen Puppen hier. Gruselig sieht es alle mal aus, aber... sind wir Gott sei Dank nur Puppen. Eklig ist es trotzdem. Sehr eklig sogar. Schlüssel. Komm mit, wir gehen wieder zurück. Wir müssen aber einmal die Schublade hier aufziehen. Und rauf. Nein, nein. So. Rauf. Komm mit, du siehst doch, wie es geht. So, und dann geht's wieder runter. Und dann haben wir das erste Türchen aufgemacht. So. So, jetzt sind wir schon draußen. Jetzt können wir noch ein bisschen was machen und dann endet auch schon die Demo hier. Nee, da kommt das Schuppen, stimmt. Das kommt jetzt mit. Ekliger Typ hier, ne? Mal sagen. Ne, wir treffen Psychopathen ja noch, stimmt. Da ist er. Wir schleichen uns da mal vorbei an dem. Ah, guck mal, wie er näht und sich freut. Ich nehme ein neues Kostüm. Schön durch die Ecke, da soll ich nicht vorlaufen. Kann ich da verstecken? Und die nächste Kiste. Gut. Da willst du auch wissen, ne? Komm hier rein. Und dir an, der Leatherface. Boah, man nennt ja das doch schon so coole Kostüme und hat immer so einen Sack auf dem Kopf. Hätte sich doch eine schöne Maske nähen können. Guck dir mich nochmal an hier. Gras hier. Baden. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Der ist ganz schön eklig, ne? Hier links.
Oh. Bin mir gar nicht mehr sicher, aber hört ihr die Demo da auf am Loch? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, wir sind weitergekommen. Jetzt schauen wir mal, wo es uns hinführt. Durch die Wurzeln hier durch. Komm, wir nehmen dich mal in die Hand. Dann können wir. Ja, komm, nimm meine Hand. Dann können wir besser zusammenlaufen. Dann gehen wahrscheinlich einige Passagen auch besser. Jetzt tief runter. Kann man da runterhüpfen? Ja, ich wollte eigentlich auf diesen Ast hüpfen da. Ja, dieses Stück von der Brücke, das klappte wohl nicht so, wie ich das wollte. Okay. Pass mal auf. Hier ist doch was. Siehste. Ja, irgendwie müsste auch was passieren hier. Okay, sie kommt rüber. Oder er. Was natürlich gar nichts bringt. Denn wir kommen nicht rüber. Ach, rufe. Ah, okay. Kann ich mal runter? Nein! Ah! Was mach ich denn da? Vielleicht direkt in die Tiefe. So, warte mal. Wir ziehen nochmal hier dran. Lassen Sie doch mal dieses die Kleine mal rüberhüpfen. Okay, das bringt jetzt. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht können wir ja wirklich, dass wir auch mit Ding schaffen. Ansprung. Komm, nochmal. So ein Anlauf. Yes! Ein wahrer Freund hält er natürlich fest. Da geht's. Durch den bösen Wald. Ich meine, der hat aber auch nur ein paar Fallen. Ich meine, der macht da nichts anderes als Fallen zu bauen den ganzen Tag. Schau ich mal an, wie viele Fallen der hat und wie viele hefige. Oh, da hinten ist er gleich wieder. Jetzt nicht runter. Alter Schwede, guck mich da an. Wild geworden, der Bastard. Alter Psychopath, ey. Tauchpartie machen. Oh, hier in dem Baumstumpf jetzt warten. Schön mal tauchen. Hauptsache mein Ast guckt noch hoch. Bleibt ihr gesehen unter Wasser? Wie die anderen kleinen Ast. Nein! Boah, hab ich echt noch gesehen. Vielleicht hat mein Ast gesehen, er ist glaube ich nicht. Ein Blatt, was rausgeguckt hat. Das hat er nicht gesehen, aber warte mal.
irgendjemand. Ich dachte, ich könnte mich da runter. Ich dachte, ich könnte da reinkrabbeln, denn das kann ich gar nicht. Auch nicht auf, ne? Der will uns unbedingt haben. Den haben wir mal den Kopf weggeballert, würde ich sagen. Beziehungsweise alles, was er hatte. Eieieiei. Na. Nicht schlecht, sagen wir mal. Er schlägt mir fast die Sprache. Aber eben auch nur fast. So. Oh, schieben wir mal die Leonardo DiCaprio-Tür ins Wasser. Und hier, guckst du, Leo? Hier passen zwei drauf, nicht nur einer. Obwohl, das muss man wohl eher zu Kate Winslet sagen. Die meinte, er dürfte nicht mehr drauf. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind wir erstmal in Sicherheit. Dass keine Eisscholle kommt. Ach, guck mal, da hält er so ein Patschehändchen ins Wasser und kühlt sich ein bisschen ab. Ja, der ist ein bisschen traurig, weil wir gerade seinen Vater erschossen haben. Nein, natürlich nicht. Oh, eine Flaschenpost. Sammel die mal ein. Vielleicht ist da ja eine Schatzkarte drin. Okay, dann sammeln wir die nicht ein. Er lädt und speichert, wie man sieht. Über diese Fernsehgeräte, was auch lustig ist. Naja, ich kann es gut verstehen, dass die Leute alle ihre Röhrenfernseher wegschmeißen. Die braucht ja auch kein Mensch mehr. Wozu auch, ne? I'm on the road to nowhere. Don't know, I'm trapped. Ich kann aber nichts Großartiges machen, nur ein bisschen rumgucken hier. Magnet. Wir kommen jetzt ins Riesenboot gleich, obwohl es war eigentlich das Meer, wo wir auch waren. Eher so mal der Tümpel eigentlich, ne? Aber wenn ich mir den Bojen angucke, dann sieht es aus, wie ein Ozeandampfer kommt und es einfach platt macht. Geht nämlich raus in die große, weite Welt. Nein, es geht in eine Stadt. Guck mal, die bewegen sich so. Seht ihr das? Das ist schon ein bisschen gruselig, ne? Hat's auch nicht einfach als kleiner Mannequin. Wie gesagt, das Spiel gibt es für die Switch.
für die Xbox. Ich glaube, für die Switch wird es nicht so große Unterschiede geben. Also grafisch natürlich schon ein bisschen, aber der erste Teil lief ja auch wahnsinnig gut. Und der zweite Teil wird genauso gut laufen. Davon gehe ich einfach mal aus. Habe aber noch gar keine Videos gesehen davon, wie es darauf laufen sollte. Hab nur gesehen, dass natürlich einige das natürlich auch schon haben und spielen. Ich weiß, du bist beeindruckt von der Stadt, aber wir sollten nicht immer hier am Strand sein. Da ist noch ein Kind. Guck mal, da gehen wir mal hin. Was macht das? Es ist nicht wirklich ein Kind. Das haben wir gerade eingesammelt. Ist verschwunden, als wir reingekommen sind? Das ist ja fröhlich. Gut. So, bevor es reingeht in das gruselige Haus, machen wir doch einen kleinen Stopp hier und schauen uns das beim nächsten Mal wieder an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr Lust habt, abonniert mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.